So. Ich war höchst elegant. Puh, ein Putzen ist harte Arbeit. Anja ist völlig erschöpft. Not elegant. Doch, ich war. Äußerst unelegant, Anja Forger. Wir haben keine Pausen, so viel ich weiß. Anja, dai pinchi. Oh, hier schon wieder Ärger. Schlaf gut, Bastmann, träum was Schönes. Dankeschön. Hab ein wunderschönes Wochenende noch. Wer nach Eleganz strebt, muss für Eleganz in seiner Umgebung sorgen. Finden Sie auch jetzt Eleganz in Ihrer Nähe, was? Und jetzt weiterarbeiten. Hopp, hopp. Hi. Ganbarumas. Jawohl, Sir. Hopp, hopp. Der Winzling hat eins auf den Deckel bekommen. Desmond, junger Desmond, wenn du nichts zu tun hast, warum verhältst du dich dann nicht wie ein Gentleman und gehst Anja Forger zur Hand, hm? So ein Mist. Geschieht dir recht, Nummer 2. Tut's wirklich. Sind wir ehrlich, tut's wirklich. Anja, hast du diese Woche Verliebt in Berlin gesehen? Langsam geht es heiß her. Die Verlobte des Protagonisten ist auf seine Freundin aus Kindertagen gestoßen. Das war vielleicht ein Zickenkrieg. Anja schaut nur Cartoons und weiß nicht viel über kämpfende Ziegen. Du bist also noch ein kleines Kind, was, Anja? Du wirst mich schon nicht noch verstehen, wenn du älter wirst. Schlaf gut, Klippi, träum mal schön. Das ist ein schönes Wochenende. Es kommt die Zeit, da müssen Frauen in die Schlacht ziehen. Für die Liebe. Frauen auf einem Schlachtfeld hat Anja schon mal gesehen. Hast du? Spionen in einem hitzigen Gefecht, in einem Cartoon. Nanda, Anime no hanashi ka. Du und deine Cartoons. Boah, bald haben wir sie voll. Ihr beiden noch? Hallo? Hallo? Nein, nicht mit ihm. Haben wir bald irgendwelche Kurse, die Spaß machen? Zum Beispiel einen, in dem wir Süßigkeiten herstellen oder so? Den Kurs will Anja machen. Anja wird Erdnüsse machen. Ich glaube nicht, dass man Erdnüsse machen kann. Mit dem will ich reden. La la la. Fertig mit Putzen. Zeit, nach Hause zu gehen und Cartoons zu schauen. Das ist alles, woran du denkst. Was? Cartoons? Nee. Anja denkt an viele Dinge, wie... dass Mamas Essen Anja noch umbringen wird. Ist alles in Ordnung? Warum verschwenden wir Zeit damit, mit ihr zu reden? Wir haben noch zu lernen. Stimmt, Damien. Bis später, Stummelbein. Diese Jungs sind solche Idioten. Wer kann sie verüben bei der Auswahl an Cartoons in ihrer Landessprache? Setzt Ruhe. Okay. Hätten wir schlafen darunter oder so? Oh.
Achso, das war schon? Dann will ich nochmal. Wie das echt alles ist. Ich nehme das zweite, glaube ich. Oh nee, das erste. Erste. Das sieht unperfekter aus. Das andere ist so gestellt. Damien, kannst du deinen Dickschädel aus meinem Blickfeld nehmen? Na, Tani mag das wieder, das ist klar. So. Oh Gott, der ist ja wirklich jetzt da. Die andere war nicht da. Ich habe von Jörg gehört, dass du deinen letzten Test bestanden hast. Wissen für die Schlacht. Hab das Wissen für die Schlacht genutzt. Welche Schlacht? Für den Augenblick ist Papas Mission sicher. Was machst du, Mama? Ich falte Wäsche. Anja hilft dir. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten gar kein Problem mit irgendwie niedriger Geburtenrate in irgendeinem Land, wenn alle Kinder so wären wie Anja. Na dann hier, versuch mal das Handtuch zu falten. Okay. Und fertig. Oh wow, das hast du sehr gut gemacht. Ist Anja ein Naturtalent? Aber ganz sicher. Hurra! Okay. Jeder steht auf Handtuch voll, die Kinder. Die neuen Missionsbefehle werden über Chiffre C erteilt. Ich wusste, dass das Hauptquartier unterbesetzt ist, aber die Lage muss ernst sein. Nicht jammern, Twilight. Es gibt viel zu tun. Jetzt muss ich die Chiffre mit meiner Ausgabe der Abendnachrichten abgleichen. Nando, Yukon ga nai. Wo ist die Zeitung hin? Ich habe das Ding doch gerade erst gekauft. Lalala. Anja, worauf kritzelst du denn darum? Vielleicht, naja. Eine Zeitung. Anja hat sie herumliegen sehen. Das ist das perfekte Papier zum draufmalen. Das war meine Zeitung. Anja, das war nicht für dich gedacht. Und wie kann man da sauer sein? Papa, Mama und Anja, wir sind die beste Familie, die es geben kann. Anja, um Himmels Willen, Anja, hör auf zu malen und hör wenigstens einmal auf deinen Vater. Mann, Anja Cosplay. Hey, so klein bin ich nicht. Anja, アライグマ。いや、クマか。わあ、アーニャさん上手ですね。え、変。何?夜さんは分かったのか?こいつが何を書いてるのか?母親だから分かるのか?子供の描く絵って不思議ですよね。<笑>
何かは分からなくても楽しさが伝わってきます。Mama, was hat Anja gemalt? Aha, kore wakaru? Neko-chan desu ka? Kawaiku kakete masu ne. Masaka. Shigatta no ka? Shigaimashita. Ma-ma-fu. Kore wa kanari nanmon desu ne. Ach, diese Kunstkritiker. Kore wa Kirin-san desu yo. この首の長さはそうですよ。いや、この縞模様はシマウマだろ。でもこの模様だとチーターさんかもしれません。パンダという可能性も。父と母、的外れ。答え、牛さん。ボフボフ。ボンドなら分かってくれるはず。ボフボフボフ。Neues Kunstwerk erhalten. Ja, ja. Hut schwarz. Ja. 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 Sie meinen tatsächlich einfach nur Farbvariationen. Von dem Item. Wow. Wow. Wo ist denn das schwarz? Das ist blau. Hä? Das ist auch nie im Leben schwarz. Das ist genauso blau wie sein Jackett. Hä? Naja, gut. Wir haben mit allen geredet, richtig? Also haben wir Nummer 16. Also langsam wird's kompliziert, Leute. Ich nehme das da. Marine schwarz. Die Paula ist eine Kuh. Ich würde gern. Das sieht aus, als ob sie also sich in die Hand schneiden würde. Ich nehme das vorletzte. Das sieht schön so aus, als ob Blut aus ihrem Handgelenk spritzen würde, weil sie, weiß ich nicht, die Haut mit dem Messer abgeschabt hat. Ja. Yeah. Mama ist unheimlich. Ja. Oh. Wir machen noch einen Ausflug. Aber ich bin so müde. Ich merke einfach, dass also es geht so richtig so. Richtig abwärts geht's. Ich überspringe jetzt alles. Ich glaube wirklich, wenn man nicht jede Szene einfach durchlaufen lassen würde, also wären wir schon bei Ausflug Nummer 10. Okay, erstmal du. Jinan, Anja to benkyoukai shiro. Lern mit Anja Nummer 2. Ha? Nande ore ga? Warum sollte ich mit dir lernen? Genau, dumme Proletin. Du hast hier nichts zu melden. Anja muss für Plan B durchhalten. Anja weiß, dass du mies im Sprachunterricht bist, Nummer 2.
Was sagst du da? Und wenn schon? Anya mo kokugo nigate. Dakara issho ni benkyou suru. Anya ist auch mies im Sprachunterricht, also können wir zusammen lernen. Itsumo akaten no omae to benkyou shite mo imi nai daro ga. Ore wa akaten wa totte nai nda zo. Wie soll es mir denn helfen, mit jemandem zu lernen, der nur schlechte Noten bekommt? Im Gegensatz zu dir kann ich die Prüfung wenigstens bestehen. Was sie sagt. Müssten wir jetzt nicht sie voll bekommen? Schon, oder? Warte, ich mache erstmal ihn. Da wir mit dem Putzen fertig sind, darf ich eine Frage stellen, Sir? Mochiron da, Becky Blackbell. Aber natürlich. Geschichtsunterricht, Becky Blackbell, wollen wir die letzte Geschichtslektion noch einmal durchgehen? Ja, ich habe da etwas nicht ganz verstanden. Doko ga wakaranai no ka ne? Soko wa da na. Sprich, worum handelt es sich? Ah ja, erlaube mir, das klarzustellen. Der Geschichtsunterricht hat Anya ganz schwindelig gemacht. Aber wenn Anya die Gedanken von Nummer 2 liest, sollte sie den Test bestehen können. Danke für die Erklärung, Sir. Jetzt verstehe ich es. Rekishi wa toki ni muzukashiku omoeru kamoshirenai ga, hito no tsumikasane o rikai surukoto ga manabi ni naru. Auch wenn die Geschichte manchmal verwirrend sein mag, können wir den Weg in die Zukunft ebnen, wenn wir verstehen, wo der Mensch seine Spuren hinterlassen hat. Manabeba manabu hodo mizukara no tasuke to naru hatsu da. Shoujin suru you ni. Denkt daran, es gibt keine größere Macht als durch Lernen erlangtes Wissen. Bleibt weiter gewissenhaft, Schülerin. Keine größere Macht? Wenn Anya also fleißig in der Schule ist, kann Anya Papa ganz viel bei seinen Missionen helfen? Dann muss Anya mehr lernen. Prüfung geschafft, dann kauft seine Familie die eben. Nein, niemals. Anya-chan,は最近勉強してる? Du hast in letzter Zeit viel gelernt, nicht wahr, Anya? Ui, Anya,最近勉強頑張ってる. Ja, Anya lernt gerade super doll. So, それだったらいいんだけど, 私, Anya-chan,とクラス別々は嫌よ. Schönen Abend noch, Schnubabri. Na gut, wenn du das sagst, ich fände es echt schade, wenn wir nächstes Jahr nicht mehr in die gleiche Klasse gehen würden. Anya will nicht ganz allein sein ohne dich. Anya gibt dir Allerbestes. So ist das recht, Anya. Außerdem müssen wir darüber nachdenken, welche Belohnung wir wollen. Eine Belohnung? Weil wir doch beim Lernen für den Test unser Bestes gegeben haben. Es ist völlig normal, eine Belohnung zu bekommen, wenn man hart gearbeitet hat. Taschengeld. Anya will Erdnüsse. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Na, das ist unkompliziert. Hurra, Erdnüsse! Erdnüsse. アーニャちゃんを見てると、もどかしいの。ほう。アーニャちゃんは、あいつのどこが好きなの?好き。誰?もう、照れちゃって。ダミアンのことよ。いつも影から見てたりするでしょ?目で追いかけたりとか。父と母、ボンド、好き。ピーナッツとアニメ、好き。 次男。別に全然。もう、アーニャちゃんでも照れちゃって。大丈夫よ。アーニャちゃんがあいつに気に入られるように手伝ってあげる。 Ob Anya Becky dabei helfen lassen sollte? Becky に任せたら、アーニャプラン B うまくいく?
ここは私の腕の見せ所ね。何する？そうね、男なんて結局女の見た目に騙されるのよ。おしゃれして可愛くなればあんなやつイチコロよ。ほう。てわけでまた一緒にお買い物に行きましょう。アーニャちゃんに似合う服選んであげる。アーニャちゃんならガーリーなコーデやクラシカルスタイル、ちょっと甘辛スタイルで攻めるっていうのもいいかもしれないわね。スクールボーイ風や最新のスペースコーデも可愛いと思うわ。私には劣るけど。Wir haben schon viel verpasst. じゃんじゃん試着して殻を破って新しい自分に生まれ変わるのが大事よ。私ほどじゃないけどどれも似合いそうね。迷っちゃうわ。おしゃれの向こう側に手を伸ばせばアーニャちゃんは注目の的よ。おしゃれ大変。どれがいいかわかんない。そうね、あいつの好みがわからないと方向性が絞れないわね。でも相手の好みに合わせるだけがおしゃれじゃないわ。アーニャちゃんは好きな服とかないの？アーニャお洋服よりアニメグッズにそそられる。まあアーニャちゃんらしいわね。お、Blumenkrone。Super begeistert, sehr gut. Wartet, lad. Ach, ich kann da nicht, okay. Okay, wo machen wir ein Foto? Wo machen wir denn eins? Hier, Nummer 17. Ja, bitte noch ein Foto machen. Ich habe nämlich noch gar keins gemacht. Okay, noch eins. Okay. Nee, ich fand das mit dem Werfen so, das weiß ich nicht. Da sah ihr halt so aus. So. Oh nein. Oh nein, wir müssen jetzt 5 Minispiele machen. Yay! Und wir müssen, weil Tombola. Und das Schlimme ist, ich muss das Schneiden ja noch machen. Wieder. Oh, das hatten wir schon. Wissen für die Schlag. Wieso kam das jetzt erst? Naja. Und damit wäre das erledigt. Achso, das hatten wir auch schon. Sehr gut. Verwirrt bin ich. Alles klar, soweit? Ja. Hast du alles verstanden? Ja, also... Es scheint, als wüsste sie nicht einmal, womit sie zu kämpfen hat. Ah, Anja hat es verstanden. Ja, was denn? Anja hat verstanden, dass Anja alles versteht. Fangen wir von vorne an, ja? Diesmal wird Anja ihr Bestes geben. Okay, hier. Meine
schnell. Okay, das ist süß. Ich brauche... Nein, das ist süß. Das nehme ich. Das nehme ich. Ich glaube, also das war schon perfekt. Oh nein. Boah, fast hätten wir 7 Minispiele machen müssen. Okay, Leute. Einmal noch durch. Das Schnibbeln. Einmal noch. Zweimal. Zweimal noch. Ich weiß nicht, oh, das wird echt schwer. Okay, let's go. Ups. Es kommt auf die eleganten Schnitte an. Wenn es runterfällt, das Gemüse, als ob man gegen ein Mikro krachen würde. So ein bisschen. Hälfte. Mit elegant meine ich. Jetzt kommt das kurze Level. Okay. Ja, schaffen wir. Easy. Easy peasy. Verdammt. Nein! Oh Gott. Ich bin so durch, wirklich. Okay. Das zählt. Wieso gibt es eigentlich keine Kartoffeln mehr? Ich wünsche dir gutes Heimkommen, dass also der Zug bald kommt. Okay, noch einmal. Oh. Okay. Gar kein Problem, Leute. Let's go. Ich darf nicht fehlen. Hm.
wenigstens nicht die eleganten Schnitte. Ich muss wieder. Nimmst du wieder in die Shrimp-Haltung? Bringt auch nichts mehr. Ich glaube, schlaf gleich einfach während dem Schneiden ein. Während des Schneidens. Elegante Schnitte. Nee, da gibt es elegantes Schnarchen vielleicht. Und elegantes Sabbern oder so. Boah, jetzt kommt das Schlimmste. Okay. Zählt. Ich will nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Nicht nochmal. Es reicht. Okay, wir kriegen jetzt unsere schöne goldene Tombola-Ticket-Dings. Was machen wir denn jetzt? 4 Level. Oh, eigentlich müsste ich das machen, richtig? Boah, aber... Boah, Völkerball jetzt... Ich krieg doch jetzt schon nichts mehr gebacken. Bondo schlaf würde passen, ja. Aber ich glaube, das ist noch schwerer. Ich glaube, Jor würde am meisten Sinn machen. Aber das will ich mehr genießen. Mhm, mhm. Mein Gott. Haut die weg. Verdammt, ich bin... Also, das war so schwer. Naja, egal. Okay, wartet. Eine raus. Immer eine schön raus. Ich bescheuert, lass mich doch nicht abwerfen. Dann halt schon. Verdammt. Oh. Was ist denn, Matthäus? Nee, ich will den da.
Ja. Oh. Oh. Ein paar noch weniger über Bomben schreiben. Ich glaube auch. Okay. Ja, sehr gut. Ich glaube, es ist machbar. Aber man kriegt doch immer nur so wenig. Okay. Dann wieder das. Du schreibst ohne laut mitzusprechen. Das wäre unangenehm, ja. Großartigen Fang 6. Ja, erstmal die Kleine da raus. Weg mit der alten. Knock die oben. Hoi. Oh Gott. Okay. Der andere steht da irgendwie. Okay, doch, es geht aber. Oh, verdammt, zu früh. Was wirft der auch so langsam? Nein. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr abbrechen. Noch einmal. Also ich werde jetzt Völkerball-Profi. Solange ich nicht, also selbst, also wobei werfen und fangen kann ich eigentlich. Okay. Ich glaube, dann machen wir auch gleich das Schwerste noch. Also mit den letzten Punkten. Völkerballerina, schön. Hm. Ja, da, also tanzen ist nicht so meins. Okay, mindestens 2 Teammitglieder. Das sollte ja machbar sein. Was ist los? Die wieder erst raus. Die nervt mich da unten. Verdammt, das war zu früh. Die sind so langsam, die Kleinen. Ich bin den Großen gewöhnt. Gut, weg. Oh Gott. naja, egal. Okay. Weg mit dir.
Okay. Oh Gott. Okay, ich nehme Anja. Ich nehme Anja, habe ich gesagt. Nein, Anja. Stirb! Stirb jetzt! Stirb schneller! Oh, geht doch. Schlaf gut, Sonnleiber, und gute Fahrt. Okay. Beenden und dann noch einmal auf schwer. Und dann haben wir Ausflug. Ist das mir gerade nicht mehr so los? Oh, ich bin so durch. Gut. Wer macht ständig Spezialwürfe? Achso, das ist. Achso, das ist aber. Okay, starke Würfe, ja, das geht ja. So. Erst die wieder. Ach, das war zu früh. Verdammt. Egal. Nieder mit der Kuh. Jetzt bist du dran. Okay. Okay, raus. Was stehst du da? Oh Gott, das war gemein. Jetzt weg mit dir! Okay. War eigentlich irgendwas mit ständig? Okay, Rest macht Anja. Da haben wir draußen, ja. Dinge, die man nicht kennt. So. Schlechtes Team, das Gegnerteam. Immer nur am Verlieren. Danke, danke. Oh. Okay. Bettzeit. Oh. Danke. So, wie ziehen wir uns an? Mama, Papa, guten Morgen. Ah, ohayo. Guten Morgen. Anya-san, ohayo gozaimasu. Guten Morgen, Anya. Wasch dir das Gesicht, Anja. Das wird dir helfen, wach zu werden. Wir machen heute einen Ausflug, weißt du nicht mehr?
Hä? Ausflug? Die hat Ausflug gesagt. Ausflug? Oh, Anja ist in einer Minute fertig. Nur keine Eile, wir starten, wenn du bereit bist. Okay, erstmal alles kaufen. Das ist doch Damiens Ding, oder? Okay, heute Blumentag. Was ziehen wir denn an? Ja, nehmen wir das. Dann wieder offene Haare. Ja. Ja, rosa ist schon schönste. Wieder hat nicht mal... Warum kriegt der keinen Blumenkranz? Dann kriegt er einfach das. Auf jeden Fall auch rosa. Also, muss ich das dann trotzdem machen, Mama? Okay, das ist süß. Aber, oh, Klamotten brauchen wir für sie halt mal neue, ne? Okay, sie wird jetzt als richtige Lady mitkommen. Okay. So, Ausflug. Achso, Tombola. Hupsala, das habe ich vergessen. Okay. Doki, doki. Doki, doki. Ja, okay, umziehen. Die Blumen bleiben jetzt. Doki, doki. Kore ni kimeta. Doki, doki. Da kann halt gar nicht mehr so viel an Nieten sein. Wir sind bald bei der Hälfte von Tickets und haben noch 4 von 6 übrig. Just saying. Just saying. Okay, da ist was drin. Ich hätte gern das rosane Kleid. Das Glück ist mir nicht hold. Ey, ich schaff das noch, dass ich nichts krieg mit den letzten Tickets, obwohl nur noch 10 davon übrig sind. Okay, da ist was drin. Okay, da ist was drin. So gemein. Was ist das eigentlich mit SP-Bonus der heutigen Abenteuer? Auch schön. Das gibt sogar 4%. Nee. Auf sowas gucke ich nicht. Es geht nur im Stil. Doki, doki. Doki, doki.
glaube, von den zwei Tickets wird auch nichts was sein. Doki Doki. Achso, ich drücke schon wieder B statt A. Ey, das, wirklich, das ist so schlimm, wenn man gewöhnt ist, dass A bestätigen ist und B halt abbrechen. Und ich meine, es macht sogar mit den Buchstaben mehr Sinn, klar. Aber das ist einfach nicht gewöhnt. Ausschluck. Warte, was ist, wenn ich lieber das anziehe? Nee. Irgendwie passt bei ihr Rot trotzdem, obwohl sie rosa Haare hat. Ich glaube, weil die so rosa-rot sind. Ja gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich finde es schon gemein, dass er keinen Blumenkranz bekommt. Okay, zwei Fotospots müssten noch da sein. Mal gucken. Okay. Ja, ja, nicht nass werden. Okay, das müsste neu sein. Mhm. Okay, das sieht aus, als ob sie kacki müsste. Es sieht immer noch aus, als ob sie kacki müsste. Ich hätte gern... Das ist süß. Das vorletzte nehmen wir. Mhm, mhm, mhm. Das ist er. Ja. Okay, und dann fehlen noch die 7. Muss ja kurz Nase putzen. Ich hatte irgendwie Hundehaar oder so in der Nase. Es hat gekitzelt. Geht jetzt besser. Okay. Dann. Da hinten. Ich dachte schon, man muss irgendwas machen, dass man das auslöst, aber geht. Ja. Oh, süß. Ja, auf jeden Fall machen wir da noch was. Anja? Zählt nicht. Das nehmen wir. Mit passender Kopfbedeckung. Ja, wir sind getarnt. Das letzte will ich. Ich habe das gar nicht so richtig realisiert, dass ja unsere Klamotten da auch drauf sind, ne? Das heißt, es ist ja noch individueller. Schließe die Erinnerung an schöne Zeiten Brunnenplatz ab. Wie viel Prozent haben das? 40,4%. Alter, das Spiel wird doch richtig durchgespielt. Und durchgerusht vor allem. Anja hatte so viel Spaß. Wir werden nie wieder zum Brunnen gehen. Haben wir gemeinsam geschafft. Wir hatten so einen schönen Ausflug. Ich bin gespannt, ob wir was Neues freigeschaltet haben oder ob das wirklich, also nur pro Dingsbums geht. Okay, es zählt immer noch als 17%, okay.
Das heißt, 5% sind einfach nichts wert eigentlich. Wir sind wieder da. Das hat Spaß gemacht. Nächster Ausflug. Ja, ja. Ja, ja. Super begeistert, das ist gut. Achso, ja, speichern bitte. Na ja. Ja. Danke. Da muss ich beim nächsten Mal laden aufpassen, weil beides... Okay, gut. Okay. Ich schalte also nur frei, sobald ich die Gegenstände abfotografiert habe. Dann machen wir aber Stadt. Als nächstes. Ich will ein Schloss. Also Anja will ein Schloss, meine ich. Dafür haben wir nicht genug Geld. Ich brauche eine neue Familie. Yoru-san wa nanika kaitai mono toka arimasu ka? Sou desu ne. Kennen wir ja. Voll gemein. Das irritiert mich, dass es immer leuchtet, obwohl nichts mehr da ist. Aber New Ausflug plus. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich speichere jetzt nochmal. Ich speichere einfach auch darüber. Ich speichere einfach beides. Dann kann ich gar nicht falsch laden. Und mit dem schönen Bild würde ich sagen... Oh, gib mir Schlafi. Oh.